Hier aus Boxberg. So, ich trinke jetzt mal noch hier meinen Haferl-Kaffee zu Ende. Und dann mache ich mich auch schon wieder auf den Weg. So, die Richtung ist Gerhardshofen. Das sind so um die 90 Kilometer von hier. Und da treffe ich dann auf die Monika. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, und ich glaube, landschaftlich wird es auch ganz toll. Und ja, die Anita ist ja seit gestern zurück in Hanau und trainiert jetzt für den Rest des Jahres, für nächstes Jahr, wo es bergiger wird. Und ja, und mal gucken, was der Tag so bringt. Ein wunderbarer Platz, um zu meditieren und dem zentralen Gedanken nachzuhängen. Zu meiner Erfüllung fehlt es mir an nichts. Und das stimmt. 2018 habe ich mein ganzes Leben aufgegeben, also all mein Haben aufgegeben. Und mir fehlt es an nichts. Und ich bin glücklicher als jemals zuvor. Und dafür bin ich extrem dankbar. Und das kann jeder, weil die Erfüllung, alles was wir dazu brauchen, steckt in uns drin. Schön. So, ich befinde mich jetzt über dem Ort Markelheim. Hier sind überall Rebstöcke. Ich laufe dem Weinlehrpfad entlang und unten werde ich jetzt dann im Dorf die Kerstin treffen, die sich jetzt gerade ins Auto setzt und aus Taubersbischofsheim hierher düst. Wir treffen uns am Marktplatz. Freue ich mich drauf. Also, hier ist die Kerstin. Hi. Hallo. Wir haben uns Jahre nicht mehr gesehen. Kurz bevor ich hier losgelaufen bin, jetzt ganz spontan angerufen und hast dir Zeit. Und jetzt haben wir uns hier getroffen und das war echt schön. Dankeschön. Wieder zu sehen. Ja. Und es geht wie immer ganz spannend bei ihr zu. War schon immer so. Ja. Bei uns auch. Und ja, toll, dass wir uns wieder gesehen haben. Ja. Jetzt bin ich 25 Kilometer gelaufen und jetzt reicht es heute eigentlich auch. Und ja, da gibt es einen Weinberg und die Karte sagt, da gibt es ein Shelter, also eine Hütte. Jetzt vertraue ich mal drauf. Das wäre ja toll, so eine süße kleine Hütte, wie ich das vorhin fotografiert habe. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Also schauen wir mal. 18.30 Uhr und ich glaube 28 oder 29 Kilometer später. Zwar ein wenig nah am Radweg, aber trotzdem schön grün und demnächst kommen ja auch keine Fahrradfahrer mehr. Und
Hier ist mein Nachtquartier. Ich hatte jetzt genug, ich wollte nicht weitersuchen. Vor allem 2,5 Kilometer weiter ist schon wieder das nächste Dorf. Und es ist so ein bisschen, die Siedlungen sind sehr nah aufeinander. Deshalb muss ich das jetzt nehmen. Aber alles ist gut, es war ein toller Tag. Und man betrachtet mein bescheidenes Mahl. Käse, Wurst, Vollkornbrot, noch ein paar Essiggürkchen und zur Belohnung ein oder zwei Giotto. Das ist tatsächlich das Erste, was ich heute esse. Ich habe jetzt beschlossen, ich werde nur noch einmal am Tag essen, und zwar abends, und ansonsten viel trinken und hoffentlich viel abnehmen. Es kann doch nicht sein, dass ich laufe und immer fetter werde.